So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grimdawn Part 2. Wir haben 4 Level geschafft, im ersten Part, und haben das erste Rift Gate gefunden, zum Zurückteleportieren. Und jetzt machen wir weiter. Wir müssen in den Burial Hill und dort so ein Anführer, der uns die Zombies wieder weckt, töten. So, wir nehmen hier ein paar Handwerksmaterialien, dann, wenn wir da rein können ins Lager, lassen wir die noch im Inventar. Und jetzt gehen wir ins erste Rift Gate. So, Burial Hill. Wir greifen ja mit diesem Feuerschlag an und haben dadurch auch ein bisschen extra Schaden. Irgendwie 10% noch von 15% sogar physische Schaden dazu, dann Feuerschaden und dann prozentualen Feuerschaden, glaube ich noch. Was haben wir geschaut? Ah, Waffenschaden. 4% Waffenschaden und 16 Feuerschaden in festem Ding, also ohne prozentuell. So, dann nehmen wir den mit Blitzwiderstand. Sehr gut. Jetzt müssen wir diese oben rechts kaputt machen, weil die Kristalle, die erwecken Untote zum Leben. Also Tote zu Untoten ins Leben. So, und die bekommt man jetzt so ein Ätherkristall. Die Ätherkristalle brauchen wir zum Craften und für eine Quest. Können wir auch kurz noch schauen. Dazu müssen wir hier Aufgabenfenster. Die bekommen wir, glaube ich, erst nachher über. Oder könnten sie schon annehmen? Nein, wir können sie, glaube ich, noch nicht annehmen. Okay, wir haben nämlich nur eine Quest jetzt noch schon. Und die andere bekommen wir über, wenn wir ihn getötet haben, den Anführer hier. Hier haben wir sogar 2. Gut, dass wir so stark sind. Wir sind richtig zäh. Auch. Haben wir Erdresistenz? Das ist ja praktisch. So, Level 5, ja. So, diese Augen, die schießen immer so Blitzkugeln, Kettenblitze. Die töte ich eigentlich immer als erstes, wenn ich sie gerade sehe. Damit sie uns nicht auf den Geist gehen. Und wir haben ja gesagt, wir machen hier rachsüchtige Flamme zuerst, sofort eigentlich. Und nehmen die Punkte dann auf Feuerschlag raus. Und jetzt haben wir gesagt, ungerade ist ja immer eigentlich Geist, ja. Und Konstitution haben wir ja gesagt, ist gerade Zahl, also gerade Levels. Weil wir messen 1:1 auf Konstitution und Geist. So, hier ist die Höhle. In dieser Höhle ist der Anführer. Nicht daneben schlagen. So, haben wir ein bessere Hosen, ein schlechtere. So. Okay. Die Quelle der Toten ist nahe. Weg damit. Ha, wir sehen so geil aus mit der Axt. Die erste Axt, Zweihandaxt, die wir finden, ist schon eine coole. Dann gibt es noch eine, die ist, ja, stahlig, die ist wie eine Stahlaxt. Und später gibt es dann noch so gefürchtig aussehende. Also da er eigentlich die normalen Zombies da mit den leuchtenden Dingen immer wieder beschwört, sollte man sich auf ihn konzentrieren, aber wenn es zu viel wird, sollte man eigentlich ihn ausweichen. Und die Zombies töten. So, muss der Heiltrank saufen.
Jetzt haben wir ihn wieder alleine. Jetzt können wir wieder ihn anschlagen. Und wenn es wieder zu viele wird, wieder abhauen. So ist eigentlich die Taktik. Ja, er beschwört wieder. Nochmals draufhauen. Der ist schon recht schwer auf Veteran. Wenn wir keine Items haben, natürlich richtig gute gefunden haben. So, jetzt alles auf ihn drauf. Müssen wir den Schaden halt an uns nehmen. So, und tötet Ziyok, der Wächter oder was das war. So, jetzt haben wir die ersten richtig guten, also viele gelbe Items, zum Beispiel ein Amulett Salzbeutel, ein weißes. Ich habe doch irgendwas Gelbes bekommen. Ich weiß nicht, was es war. Ah, da ist es ja noch. Okay, das habe ich nicht gesehen vorher. Der Ring, genau. Plus 6 Giftschaden, das brauchen wir nicht. Wir machen keinen Giftschaden. Außer auf einer Waffe verzaubert machen wir Giftschaden. Naja. Für den ersten Ring ist er noch genug gut. So. Hier haben wir noch ein paar Gerümpelsachen. Hier haben wir einen Hut. Der Hut ist natürlich schwächer, oder? Ja, 22. Das ist ihm für die Magier. So, natürlich so Western-Hüte sind richtig cool auf Magiern. So, die fallenden Soldaten müssen wir dann noch extra töten. Da brauchen wir einfach ja, für eine Quest, die müssen wir nochmals kurz das Game neu starten und nochmal hier rein. Weil die bekommen wir erst nachher über. Bäh, der kotzt mich an, das ist so schrecklich. So, kurz heilen lassen und dann weiter. Und sofort auf den Ätherkristall, damit nicht noch mehr Zombies kommen. Und die töten. So richtig taktisch kämpfen gerade. So, machen wir das Level hier noch. Gehen da raus. Was haben wir hier? Plus 4% Raffinesse. Giftwiderstand ist schon besser für die Giftgegner. Die Kotzgrübelchen. Raus aus dem Gift. Jetzt haben wir hier unten noch ein paar Gegner. Die blaue natürlich zuerst wegen dem vielen Giftschaden. So, und hier ist niemand, schade. Gleich Level up. Yay, Level 6. Dann haben wir den ersten Zauber, den wir auch später noch benutzen. Für genau diesen Zauber benutze ich überhaupt Dämonologist-Klasse. Weil er schon richtig gut ist mit dem Stun. So, also schauen wir. Rachsüchtige Flamme Ulzuins, ewige Flamme, brachte der Welt einst Leben und Heilung, aber Verrat und Pein verwandelt diese Gabe in eine Waffe der Rache. Diejenigen, die auf Ulzuin geschworen haben, erhalten Kraft im Kampf und bringen feurige Vergeltung über die Feinde. Diese Fähigkeit muss aktiviert werden, damit sie ihre Wirkung erhält. 100% Aktivierungswahrscheinlichkeit, 0,5 Energiekosten pro Sekunde, plus 25 Energie reserviert. 2,5 Sekunden Aufladezeit der Fähigkeiten, 2,5 Meter Zielbereich, 10 physische Schaden, 21 Feuerschaden, 33
1% Wahrscheinlichkeit für Lähmung des Ziels für 1,5 bis 3 Sekunden. Plus 4 Verteidigungsqualität, plus 3 Gesundheitsregulation pro Sekunde. Richtig gut. Toll. Das da oben. Ja, können wir später dann nehmen. So, machen wir das auf Stufe 16. Und setzen es auch ein. Noch kurz hier auf Konstitution. Es ist gerade Zahl. So, und jetzt können wir eigentlich das mal einsetzen, wenn wir mal zu Gegner kommen. Hallo? Gegner. So, setzen wir es ein. Und wie ist jetzt der Tod? Ah, so. Also immer wenn geschlagen wird oder was. Also immer wenn ich getroffen werde, gibt es so einen Schlagwall. Oh, sehr geil. Aber wir stehen im Gift. Sehr genial. So. Dann haben wir bald noch mehr Radius. Und mehr Schaden. Und ab Level 10 haben wir dann noch den Schamanen zur Verfügung. Und dort können wir zwei Zauber schon auf Level 1 eigentlich für uns benutzen, die wir dann später auch noch haben. Richtig genial. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Schrott. Wir haben erst 2 Schrott, wir brauchen 5 Schrott. Wir sind der Schrottsammler aus Devil's Crossing. Mutagenes Sekret. Das Coole an dem Game, es gibt manchmal Geheimgänge. Aber jetzt noch nicht. Aber später gibt es überall Geheimgänge. Und die muss man dann entdecken. Kann man auch die Karte ein bisschen drehen. Dann sieht man die Geheimgänge natürlich auch unten und links. Aber ich spiele eigentlich immer Richtung Norden. So. Damit Norden im Norden, also im oben ist. Und wir brauchen noch einen Schrott, finden wir aber wahrscheinlich gar nicht. Weil hier wird die Gegner nicht Schrott geben. Und auch nicht in der ja, diese Müllteile, Müllberge gar nicht da sind. Ja, leider. So, wir gehen noch zum zweiten Riftportal. Und dann machen wir die Höhle im Gefängnis. Haben wir hier noch etwas? Gegner. Oh, schön Stun. Danke für den Stun, lieber Zauber. So. Jetzt haben wir hier oben das Riftportal. Kommen noch ein paar Mücken. Da ist noch ein Zauber, der ist aber hinten dran und die kommen hier nicht durch. Da müssen wir außen rum. So, ab. Beschädigte Klaue, auch gut. Einen Greifer. Nichts in der Truhe gewesen. Frecher. Aber eine Safe-House-Kette haben wir. Die ist auch für eine Quest. Also es kommen genug Quests jetzt. Nicht nur eine Quest. So. Und wir kommen nicht zum Portal. Wir müssen außen rum.
Aber hier geht es ja nicht gut außenrum. Aber wir müssen es machen. So, dann können wir nämlich auch in Devil's Crossing in die Tür dort. Aber sonst könnten wir immer ein Rift-Portal aufmachen, das uns natürlich zurückbringt. Aber ich möchte das gerade noch nicht nutzen. Auch wenn man es immer wieder nutzen kann. Wo ist jetzt das blaue Ding? Da unten. Ah, da geht's durch. Ich hatte doch irgendwo hier. Ah, hier ist es. Okay. Danke. Aber war nichts drin. So. Jetzt können wir zum Riftportal. Level up, yay! Ich habe noch im Guide gelesen, dass wir nicht so viel Intelligenz brauchen. So, jetzt haben wir hier eigentlich mehr Energie reserviert, mehr Schaden, mehr Gesundheitsregeneration und so weiter. Aber Zielbereich geht nicht. Kurz schauen. Zielbereich ist immer 2,5 Meter. Schade. Also nur die Gegner ringsum und ein bisschen mehr. Okay, jetzt gehen wir rein. Und geben die Quest ab. Die Angriffe der Toten haben nachgelassen und die Anzahl schwindet. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass du dich um deren Quellen gekümmert hast. Ich habe den Wiedererwecker getötet. Eine Kreatur hat das getan, beunruhigend. Dank deiner Bemühungen sollten wir hier noch ein bisschen länger durchhalten. Ich habe mit der Torwache gesprochen. Sprich mit ihr und sie wird dich reinlassen. Nimm dir die wohlverdiente Zeit, um dich auszuruhen und zu erholen. Willkommen in Devil Crossing. Wir bekommen 300 Eisen und plus 500 Ruf Devil's Crossing. Sehr schön. Ich brauche etwas Zeit, um unsere Strategie zu planen. In der Zwischenzeit kannst du den anderen in Devil's Crossing helfen. Nimm dir einen Moment Zeit und misch dich unter den anderen Überlebenden. Kasparov, unser ansässiger Wissenschaftler, kann es kaum erwarten, mit dir zu sprechen. Er redet ein wenig wehes Zeug, aber ich glaube, er will mit dir über deine Verbindung zu den Ätherischen sprechen. Barnabas, unser Handwerker, sagte, er brauche deine Hilfe mit der Wasserpumpe. Wenn du ihnen geholfen hast, sprich mit mir in meinem Büro im Gefängnis. Ich werde mit ihnen sprechen. So, und hier haben wir jetzt eine Quest. Willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe gesehen, dass du die Toten in Lower Crossing bekämpft hast und ich muss sagen, du warst absolut brillant. Dich von diesem Strick abzuschneiden war offenbar die beste Entscheidung, die der Captain damals getroffen hat. Ah, was sind meine Manieren? Ich bin Kasparov, Wissenschaftler und Erfinder. Was führt dich in meinen bescheidenen Laden? Der Captain sagte, ihr wollt mit mir sprechen. Riftgates, ja, die Ätherischen nutzen sie, um herumzureisen. Ich habe gerade an einer Methode gearbeitet, sie zu schließen, aber dann hast du durch unsere... Dann bist du durch unseres gestolpert. Wir haben nie zuvor einen Menschen, einen Besessenen oder sonst jemanden gesehen, der je ein Riftgate passiert hat. Zumindest keinen lebendigen. Das war der Moment, in dem ich begriff, dass wir diese Portale ebenfalls benutzen können. Etwas an dir ist mit dem Riftgate abgestimmt und hab vor, dieses nachzubauen. Warte ich, was? Du erinnerst dich an nichts, oder? Ich habe mir ein paar Freiheiten erlaubt, während du bewusstlos warst. Es waren nur ein paar Tests, eine Blutprobe oder zwei, nichts Größeres. Die Ergebnisse waren seltsam. Es scheint, dass sich deinen Körper kleinen Mengen Ätherenergie wimmeln. Seid unbesorgt, die werden keine neuen Gliedmaßen wachsen. Wahrscheinlich aber, ich komme vom Thema ab. Ja, jetzt sagt es nicht, hä? Ich denke, mit einem genau eingestellten Impuls von Ätherenergie können wir dieses Phänomen auf kontrollierte Weise reproduzieren und diesen Zustand auch ohne lästige Besessenheit erreichen. Momentan arbeite ich an einem genau dem Gerät, um es zu tun, aber es benötigt Energie. Und dafür brauche ich die Ätherkristallfragmente. Wo kann ich sie finden?
Du solltest nach großen Formationen von Kristallen mit einem unnatürlichen grünen Schimmer Ausschau halten. Sie sind über die ganze Landschaft hier verstreut. Die Ätherischen haben überall ihre Spuren hinterlassen und sollten nicht schwer zu finden sein. Vorzugsweise an Plätzen mit vielen Leichen. Ich würde mich mal auf dem Friedhof umsehen, aber sei vorsichtig. Die Kristalle sind in Gegenwart der Lebenden ein wenig instabil. Ich werde einige beibringen. Okay, haben wir schon. Hast du die Ätherkristallfragmente zurückgebracht, die ich benötige? Hier sind sie. Ausgezeichnet, diese Fragmente werden das Ganze perfekt machen. Ich werde sie nun hier in meine Maschine einsetzen und... Oh Gott, da stimmt was nicht. Ganz und gar nicht. Dieser Impuls, der sollte nicht passieren. Oh je, 1, 2, 3, ja, meine Finger sind noch da. Hat es dich auch erwischt? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich stärker. Ah, sehr gut, ich bin sicher, ein bisschen mehr Äther in deinem Körper wird dir nicht schaden. Okay, vielleicht war es auch viel mehr, aber du siehst gut aus, besser als je zuvor. Wirklich, armer Schaden um diesen Prototyp. Er sah so vielversprechend aus, vielleicht brauche ich doch nur ein paar Fragmente. Ich denke, wir sind hier fertig. Ah, wir waren so mit der Arbeit mit den Riftgates beschäftigt, dass ich meinen Lehrling Dalet völlig vergessen habe. Ich habe sie in die Burwich Estate geschickt, um Teile für unsere Forschung zu holen. Und sie ist schon viel zu lange weg. Anscheinend reicht ihr Unfähigkeiten auch über ihren Arbeitsplatz hinaus. Ihr habt euren Lehrling verloren? Ich muss sagen, ich fühle mich schon ein wenig verantwortlich für sie, jetzt da sie mein Lehrling ist. Könntest du bitte da draußen dieses hoffnungslose Mädchen finden? Ich werde die Augen offen lassen. So, und wir bekommen 250 EP und einen Fähigkeitenpunkt. Schön. Der Fähigkeitenpunkt setzen wir wieder hier rein. So, haben wir recht stark jetzt schon. Und, ja, hier haben wir noch mehr. So, Teilkomponenten von... Sockelgegenständen. So, Stufe 7 ist ja wieder Geist. Ich sage, ich mache bis Level 15 immer all 2 Level auf Geist und dann nur noch auf Konstitution, weil Konstitution ist natürlich auf Veteran schon sehr wichtig. Der Harmond. Ich habe gehört, du hast in Lower Crossing etwas aufgeräumt. Wenn du diese Bastarde weiter bekämpfen willst, brauchst du eine bessere Ausrüstung als diese da. Hier ist etwas, was du in dieser Welt vermutlich nie wieder sehen wirst, Fremder. Gratis, nimm dir ein paar Eisenmünze, ich brauche sie nicht mehr. Warum helft ihr mir? Weißt du, sie haben meine Annabelle getötet, als das Dorf das erste Mal überrannt wurde. Es gibt nichts, was sie zurückbringen wird, und wer es versucht, bekommt eine Kugel in den Schädel. Ich habe nichts mehr außer Rache, also zahle ich denjenigen gutes Eisen, die bereit sind, diesen Abscheulichkeiten umzubringen. Du schlachtest ein paar Tote ab, so viel, dass es sich lohnt, davon zu erzählen, wie die Soldaten, und ich gebe dir etwas mehr als meinen Vorrat. Ich werde sie erledigen. Gut, 52 Eisen, ja. Jetzt können wir hier noch Sachen verkaufen. So, die brauchen wir auch. Und etwas Gutes mit zwei Händen an. Hier haben wir die Fernkampfwaffen. Hier haben wir Zaubergegenstände und Rüstungen. Ja, brauchen nichts von hier. Und das können wir dann finden. Ist zu teuer. Okay. Bevor wir hier reingehen, müssen wir noch hier unten eine Quest annehmen. Der Captain hat dich geschickt, du musst gute Arbeit mit den Toten geleistet haben, wenn er dich extra zu mir, den alten Barnabas, schickt. Kommen wir zum Wesentlichen, ja? Unsere Wasserpumpen sind wieder einmal kaputt gegangen und uns geht das Trinkwasser aus. Uns fehlen die notwendigen Teile, um sie zu reparieren. Könnte ja ein paar unserer Waffen einschmelzen, aber das würde mir nicht einmal im Traum einfallen. Ich brauche Schrott von Lower Crossing. Wo kann ich ihn finden? Suche nach verfallenen Häusern und der alten Deponie auf der Rückseite von Lower Crossing. Vorbei an Burial Hill. Zerschlage ein bisschen Gerümpel und durchsuche die Körper von denjenigen, die da draußen umherwandern. Wo hast du ihn bekommen? Woher du ihn bekommst, interessiert mich nicht. Hauptsache, du bekommst ihn bald. Das Trinkwasser geht uns aus und Baden ist nicht zu denken. Und ans Baden ist nicht zu denken. Ich werde euch den Schrott besorgen. Ja, wir haben noch zu wenig Schrott. Wir brauchen noch einen Schrott. Oh, nervig. Dann gehen wir jetzt mal rein hier. Luke, der Captain sagt, du darfst durchgehen. Mach bloß keinen Ärger. Gut, nochmal 100 EP dazu.
Ah, da haben wir hier noch eine Quest. Entschuldige, dass ich dich belästige, aber... du bist eine Frau. Entschuldige, dass ich dich belästige, aber du bist auf dem Weg nach Weidmir. Kannst du dich dort nach meinem Bruder umsehen? Wie heißt er? Sein Name ist Milton, Milton Hart. Er war Soldat in der kaiserlichen Armee. Als wir von Murwich flohen, bot er sich an, unsere Flucht zu decken. Er hatte schon immer eine Vorliebe für Heldentaten. Aber das war vor Wochen, wir haben nichts von ihm gehört. Ich wage gar nicht daran zu denken, dass er sich in einen der Toten verwandelt haben könnte. Er trug immer ein Amulett, das ich ihm vor Jahren gab, dass ich ihn beschützen sollte. Jetzt befürchte ich, dass es ihn am Unleben hält. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Bruder in Frieden ruhen kann. Würdest du das für mich tun? Wir sahen uns jetzt am Sotten Hello in Weidmire. Und ich habe Angst, dass er immer noch da draußen ist. Ich werde tun, was notwendig ist. Gut, dann müssen wir den noch finden. Und hier haben wir jetzt den Quartiermeister. Da können wir, je nachdem wie wir stufig sind, Sachen kaufen. Zuerst kommt natürlich freundlich, dann respektiert, dann geehrt und dann verehrt. Und das können wir hier schauen. Wenn wir auf Davis Crossing gehen, das wirkt wirklich nur auf Davis Crossing. Ab hier ist freundlich, ab hier respektiert, ab hier geehrt und ab hier verehrt. Und dazu müssen wir hier Ruf bekommen. Und Ruf bekommen wir durch Cronleys Gang töten, Aufgaben und Kopfgelder. Super. Dann haben wir hier den Kopfgeldtisch. Hier können wir Kopfgeld abholen, wenn wir respektiert Ruf haben. Und jetzt gehen wir hier noch rechts hoch. Hier haben wir noch eine Notiz. Könnt ihr auch kurz stoppen und durchlesen. So. Damit ich das nicht machen muss. Wir haben schon genug jetzt erzählen müssen. Sei gegrüßt, mein Kind. Es freut mich, dass der Makel der Besessenheit dich verlassen hat. Sofortlich biete ich den Überlebenden spirituelle Führung an. Gerne erweise ich auch dir diesen Dienst. Der ist ein bisschen verbuggt. Manchmal kann es sein, dass der nicht das anbietet, was er anbieten sollte. Und das hatte ich im vorher erstellten Charakter zum Testen, hatte ich das gehabt. Wieder mal. Seid ihr derjenige, der mich aufgehalten hat, als ich besessen war? Mein Wissen über Geister hat es mir ermöglicht, eine Falle auszudenken, mit der wir dich und den Ätherischen, der dich konzentriert hat, in Schach zu halten. Erst als ich die Schlinge fest um deinen Hals zog, verließ dich der Geist. Warum habt ihr dann Wiedererwecker nicht unschädlich gemacht? Ich befürchte, dass ich bin ganz und gar nicht für den Kampf geeignet, was meiner Ansicht nach für mich mehr als notwendig war, um die Höhle des Wiedererweckers zu erreichen. Nur mit Hilfe einer Falle, für die der Wiedererwecker zu uns hätte kommen müssen. So wie du es getan hast, konnte ich den Ätherischen dir zwingen. Ihr habt spirituelle Führung erwähnt. Beunruhigte Erinnerungen können den Verstand trüben und den Geist quälen. Mit meiner Führung kannst du diese schmerzvollen Gedanken hinter dir lassen und neu beginnen. Seid ihr diejenigen, die mich aufgehalten haben? Ah nein, das muss ich jetzt nicht. Vielen Dank, ich werde es schätzen zu wissen. So, wir wollen jetzt die zwei Dinge rausnehmen. Eins lassen wir noch. So, eins lassen wir noch. Und, haben nichts mehr zum zurücknehmen. Dürfen die Punkte jetzt wieder neu verteilen. Und zwar werde ich einen Punkt hier drauf tun und eins hier. Also hier ist Schaden. Plus 8% Feuerschaden, plus 8% Flitzschaden, plus 10% Feuervergelten. Gut. Dann haben wir hier das noch zum Aktivieren. So. Jetzt haben wir noch mehr Feuer an den Händen. Und tun wir mal die Sachen hier reinlegen. Nein, nicht hier. In den Stauraum. Der Stauraum ist für uns privat. So. Und hier machen wir die Wechselgegenstände. Du benötigst 50.000 Eisenstöcke, um einen Stauraumerweiterung zu kaufen. Okay.
Hier kann man nicht Stauraum erweitern. Schade. Naja, gut. So, und dann haben wir noch... Moment, kurz auf die Zeit schauen. Ja, machen wir den Part noch ein kleines bisschen länger. Nein, das machen wir das nächste Mal. Wir haben hier oben noch ein Boot, das wir betreten können und dann eine extra Ding noch zu besiegen haben. Ja, eine Insel zu befreien haben. So, also Dankeschön fürs Schauen. Der dritte Part kommt dann bald. Ja, viel Spaß noch mit anderen Videos und einen schönen Tag. Tschüss!